eitel. Mir ist schon wichtig, dass ich zufriedenstellend aussehe, in meinen Augen. Man soll ja das Beste daraus machen, aus dem, was man hat. Ich brauche am Morgen eher länger, aber vor allem, weil ich am Morgen einfach verpennt und langsam bin und mir Zeit lassen gerne bei solchen Sachen. Ich würde behaupten, ich schaffe es in 5 Minuten aus dem Bett zu kumpen, mir Kleider über den Körper rissen und rausgehen. Aber im Normalfall mache ich das in einer Viertelstunde gemütlich. Fußgängertechnisch habe ich es noch schneller geschafft, weil du kannst einfacher in die Hose kumpen. Alles oben ist kein Problem, Hose braucht einfach immer länger. Und wenn du dann noch einschießende Spastik hast, dann wird es noch länger und komplizierter. Aber sonst finde ich, kann immer noch recht schnell agieren und reagieren. Hose ziehe ich eigentlich sehr ähnlich an, wenn ich jetzt hier sitze. Und zwar machst du einfach, nimmst du ein Bein drüber, dann ziehe ich hier eine Hose rauf, tue das Bein wieder runter, nehme das andere Bein. Und dann hatte ich ja hier jetzt das zweite Hosenbein und dann tue ich das hier einführen und hier drüber. Und danach hebe ich die Hose hier und versuche mich so reinlüpfen. Und dann hat es sich. Etwas so gut Hosen anziehen bei Rollstuhlfahren.